unterbrochen. Ich wollte eine Frage stellen. Hans wollte was sagen. Und zwar, Sie haben vorhin von der Dummheit gesprochen. Wie verführbar ist denn ein Mensch zur Korruption? Also ich habe einen Fall erlebt, hautnah. Das ging also um 200.000 Euro, es war ein Abfallskandal. Der Mann war promovierter Chemiker und hat die Dummheit begangen. Alles wurde aufgeschrieben, der hat sich das Buch bringen lassen und so weiter. Und da hat immer einer, der einen angeschaut hat, fleißig missgeschrieben. Und als der Skandal aufkam, hat der natürlich die Liste veröffentlicht. Die kam auch übers Fernsehen. Aber wie kann ein Mensch so verführbar sein oder so dumm, dass er so elementare Vorsichtsmaßregeln missachtet, dass er eben das Aufschreien ist oder so. Haben Sie mal psychologisch befasst? Weil nein, ich bin kein Psychologe. Ich bin Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, aber nicht Psychologe. Ja, aber natürlich von Politik und Soziologie. Das heißt, ich kann Verhaltensweisen analysieren und versuchen zu erklären und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, aber ich kann die psychologische Komponente daran nicht wirklich beurteilen. Mhm. Da müsste man mal ein interdisziplinäres Forschungsprojekt machen, aber ich versuche solche Dinge soziologisch zu erklären. Deswegen dieser Begriff der Korruptionsethik. Auf der einen Seite bei der ständigen Kosten-Nutzen-Abrechnung werden Sie natürlich irgendwann immer sicherer. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann haben Sie irgendwann ein Bild dafür, was sind so die üblichen Sachen, die ich kaufe und was kosten die. Und Sie merken das, wenn die irgendwann deutlich teurer werden. Und wenn die nicht irgendwie deutlich teurer werden, dann kaufen Sie immer wieder die gleichen Sachen und fangen nicht jedes Mal an, Ihre Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen anzustellen. Ja? Wenn Sie immer diesen Käse kaufen und da ist jetzt nicht plötzlich von 2 auf 5 Euro, dann ist Ihnen das irgendwie doch relativ egal. Also vielleicht gibt es Einzelne, denen ich jetzt Unrecht tue und die immer wirklich mit dem Taschenrechner da stehen und einzeln nachrechnen. Aber eigentlich ist das relativ unüblich. Und genauso werden Sie natürlich, wenn Sie ständig diese Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen, weil Sie ständig korrupt sind, dass Sie dann irgendwann leichtsinnig werden, dass Sie mutig werden, dass Sie dann auch diese Störgefühle gar nicht mehr haben. Die müssen Sie ja aktiv verdrängen. In der Kosten-Nutzen-Erwägung ist ja auch immer das Kostenargument, also die Gefahr auch des Bestrafens, des Bestraftwerdens, die ist ja da. Die können Sie ja nur verdrängen, die können Sie sich wegrechtfertigen vor sich selbst. Aber letzten Endes ist sie ja immer noch da. Das heißt, Sie müssen verdrängen. Was wir im Übrigen, also da kommt dann doch wieder ganz klein wenig zumindest Psychologie oder auch Soziologie mit rein, der menschliche Geist ist paradox. Wir sind nicht stringent, der eine mehr, der andere weniger, aber 100% stringent ist niemand von uns. Niemand. Wir haben alle Bestrebungen, die sich gegeneinander widersprechen. Wir wollen erfolgreich sein und wissen, dass es dafür sinnvoll ist, jeden Morgen pünktlich zur Arbeit zu gehen. Naja. Kommt auch an, was man macht. Genau. Aber trotzdem hat man schon mal den inneren Schweinehund, der eigentlich dagegen spricht, was eigentlich völlig unlogisch ist. Nur weil Sie in Dummheit gesagt haben, dann auf der anderen Seite ist die, sagen wir, die Gier, das war also der Einzelfall, also es war nicht eine Korruptionssituation, die sich da entwickelt hätte, sondern es war ein einzelner Fall, wo eine Abfallfirma eben sich da einfach geholt hat und hat ihn gut bezahlt und die sind darauf reingefallen, ohne jetzt irgendwie mit irgendeiner Erfahrung oder Gewöhnung, sondern... Ja, aber das wird nicht unter der Dummheit, sondern... Ja, es ist Dummheit, aber es ist nicht Mangel an Intelligenz, sondern es ist einfach die Gier, hat jede Vorsicht fallen lassen. Also ich würde trotzdem auch da sehr stark einschätzen, dass Sie das nicht zum ersten Mal gemacht haben und dass Sie sich deswegen so sicher gefühlt haben. Die Dummheit, die ich meinte, war eben wirklich dieses über Ämterpatronage und Ähnliches in Positionen zu kommen, wo man es dann auch wirklich nicht mehr überblickt. Es war ein Pseudoklügel sozusagen, der aber dann zu den, also negativ ausging, als aufflog. Ich habe ja auch mal eine Frage. Haben Sie sich gemeldet? Das ist noch eine Stufe höher gehen. Korruption kann man sagen, ist mal Erreichung eines Vorteils durch nützliche Zuwendungen. So steht es dann irgendwo im Gesetzblatt. Und
wenn man sich jetzt so anguckt, was die Parteien, die Politiker, aber sagen wir die Parteien als anonymes Gros, so machen vor der Wahl. Ja, da suchen sie sich diese Zielgruppe raus und jede Zielgruppe, geben denen nützliche Zuwendungen und wollen damit wieder gewählt werden und an der Futtergrippe bleiben. Fällt das auch unter Ihre Definition von ja, Klüngel, Korruption oder ist das was ganz anderes? Wenn die Zielgruppe aus einem bestimmten kleinen Anteil an beispielsweise Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung bestehen und ich denen konkrete Posten anbiete, ja. Wenn ich allgemeine Wahlaussagen treffe, die tatsächlich auch auf bestimmte Gruppierungen zutreffen, ja, habe ich als Wählerin und als Wähler ja die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Angebotspaletten auszuwählen. Die einen wollen was tun für Ökobauern, für Windkraftbetreiber und für Biosupermärkte. Und die anderen wollen was tun für Zigarrenraucher, Atomkraftwerkbetreiber und Fahrer großer SUVs. Da kann ich ja überlegen, wen davon ich wählen möchte. Und insofern sehe ich da keine Korruptionsbeziehung gegeben, weil natürlich sozusagen Angebote gemacht werden, aber man kann die Angebote ja auch abnehmen, indem man eben das andere Angebot annimmt. Das ist völlig richtig. Man hat dann noch eine gewisse Wahlfreiheit, zumindest wenn sich die Parteien nicht alle ganz einig sind. Aber allein der Versuch, sagen wir mal, damit Stimmen zu kaufen, so schön heißt. Ja, Stimmen kaufen ist ja jetzt schon wieder klar definiert. Also da geht es ja wirklich, ich gebe jemandem Geld dafür, dass er für mich stimmt. Das ist der Straftatbestand des Stimmenkaufs. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch kein einziges Mal verfolgt worden. Nee. Also nicht mal bei der Bundestagsabstimmung damals mit Frankfurt. Ja, genau, das nimmt man auch den Lokalen zu. Selbst da haben sie es ja nicht wirklich beweisen können. Also weil es etwas übertrieben. Ja, aber im normalen Gefühl des einzelnen Bürgers, sagen wir mal, ist das jetzt kein Stimmenkauf im strafrechtlichen Sinne, aber sagen wir mal, die Partei versucht, ihre Interessen durch Versprechen von Wohltaten durchzusetzen. Aber Wohltaten immer nur für bestimmte und die anderen kriegen sie nicht. Und die einen bekommen sie, weil sie eben auch eine bestimmte Lobby aufgebaut haben. Und da muss ich dann sagen, dann sagen sie jetzt, ja mein Gott, es gibt sowieso nicht so viel Auswahl. Das ist aber schon ein Schritt zu weit. Dann muss man halt eine Gegenlobby aufbauen. Und Entschuldigung, wir sind alle Bürger. Wir können angefangen über Leserbriefe an die Medien, wir können heute auch über soziale Netzwerke beispielsweise uns organisieren, wir können uns, das darf man ja auch nicht vergessen, die Möglichkeit gibt es ja noch. Man kann sich ja auch in Parteien engagieren. Man kann ja auch mal eine Gegenlobby in der Partei für ein Thema aufbauen. Ja, man kann mal den Laden mit den meisten Gemeinsamkeiten sich aussuchen. Ja, der am wenigsten wehtut, weil es wird nie in der Demokratie einen Laden geben, der... Ein paar Vorstellungen reinbringen, ja. Ja, natürlich. Und dann kann man eine Gegenlobby aufmachen. Insofern, ich bin an der Stelle nicht, das werden Sie von anderen möglicherweise anders hören, ja, ich bin da nicht der Totalpessimist, der sagt, ach, das Volk wird doch nur gekauft und alles ganz furchtbar. Dann muss man auch mal aufstehen und sagen, nee, das will ich so nicht. Das hat man in den USA gesehen. Die Demokraten hatten ja viel mehr Geld, aber sie konnten die Stimmen nicht kaufen, weil das gesunde Volksempfinden, wenn es sowas gibt, hat gemerkt, dass sie zu nah am Geld sind und haben dann aus Protest diesen etwas rüpelhaften Donald Trump gewählt, der wesentlich weniger Geld hatte, um Stimmen zu kaufen. Ja, das ist ein bisschen komplexer. Und im Zusammenhang mit Trump-Wahl von gesundem Volksempfinden zu sprechen, fällt mir etwas schwer. Aber wir dürfen ja auch noch unterschiedlicher Meinung sein. Trump, das ist jetzt eigentlich anderer Abend, anderer Vortrag. Trump hat zumindest bei den jungen Menschen, da ist ja die Internetnutzung, die Informationen über Facebook und ähnliche soziale Netzwerke noch viel weiter fortgeschritten. Sie haben dort Tageszeitungen, die gar nicht mehr auf Papierform erscheinen zum Teil. Und insofern gibt es eine viel höhere Affinität zum Digitalen. Und dort hat man nicht so strenge Datenschutzgesetze wie hier. Und selbst hier, da habe ich auch ehrlich gesagt ein Stück weit Angst vor der nächsten Bundestagswahl, Sie können mit relativ wenig Geld in der digitalen Welt, allein durch Datenaggregation,
so zielgerichtet auf die Leute zugehen, dass es einem die Haare zu Berge stehen. Da können Sie, wenn Sie farbiger Familienvater sind, dann bekommen Sie halt, und wenn dann eben verschiedene Parameter bei Facebook, alleine nur bei Facebook zusammenkommen und Sie dann noch beispielsweise Daten von Payback kaufen, von Versicherungen kaufen, es gibt alles möglich. Also Datensätze gibt es ohne Ende. Wenn Sie die irgendwann zusammenführen, Sie konnten schon, ich habe mich da für Monitor, für die ARD-Sendung nochmal mit beschäftigt, da hatte die CDU in Köln ein Programm schreiben lassen von Infratest DIMAP, das war sehr lustig, weil das auch unser Institut bei der ARD war. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Beitrag, den ich da gemacht habe, also sie haben ihn gesendet. Da haben die soziodemografische Daten gekauft und haben die, die bekommen als Partei, um Wähler anzuschreiben, das Wählerverzeichnis. Und die haben dieses Wählerverzeichnis einfach mit den Daten zusammengeführt. Und sie können, sie konnten damals schon, das ist jetzt 15 Jahre her, sie konnten damals schon demoskopisch vorhersagen, welches Waschmittel sie kaufen. Sie konnten haushaltsscharf, zum Teil sogar personenscharf, aber mindestens haushaltsscharf, sagen, was für ein Auto sie fahren, was für Waschmittel sie nutzen, welche Parteipräferenz sie haben und so weiter. So, heute ist das ja, ehrlich gesagt, nochmal komplett pervertiert. Vielleicht mag sich der eine oder die andere noch daran erinnern, dass es in Deutschland mal sowas wie eine Volkszählung gab. Auch in den 80ern, ne? Ja, da klingelt was. Das ist doch Pillepalle. Also mein Vater ist damals verpflichtet worden, der hat das damals gemacht und ist immer schimpfend wie ein Rohrspatz nach Hause gekommen. Ja, das war ja eine richtige Volksbewegung gegen die Volkszählung. Mein Gott, gab es da Diskussionen. Heute geben wir noch viel sensiblere Daten in unglaublichen Mengen, völlig freiwillig her. Und jetzt wird wirklich das gemacht, was damals dem Staat unterstellt wurde. Jetzt wird wirklich das gemacht, und zwar nicht vom Staat. Jetzt wird wirklich das gemacht, es wird aggregiert, es wird zusammengeführt und wir können mit relativ wenigen Klicks, ich nutze es ja in der journalistischen Recherche zum Teil auch, ja, mit relativ wenigen Klicks können Sie regelrechte Soziogramme erstellen. Und dann können Sie maßgeschneiderte Werbung für exakt Ihre Lebenssituation, also beispielsweise den farbigen, ja, wo man dann, und wenn Fakten nicht mehr zählen, wenn Fakten nicht mehr zählen, ja, erzähle ich Ihnen doch alles, damit Sie mich wählen. Aber glauben Sie nicht, dass die Medien, also diese drei Fernsehdiskussionen, wo dann Trump praktisch durch eine gewisse Ehrlichkeit seine eigene Korruption bekennend, indem er die korrupten Steuergesetze ausnutzen, praktisch kaum Steuern gezahlt hat. Und diese Ehrlichkeit, die falschen Steuergesetze, die Schlupflöcher aufdeckte, hat direkt den Leuten imponiert. Und ich glaube schon, dass das direkt jetzt auch ohne Internet, also ich glaube, dass diese drei Diskussionen schon wichtig waren. Ja, wer ein bisschen nachgedacht hat, hat die Ehrlichkeit der Unehrlichkeit festgestellt. Also letzten Endes ist es doch eine konsequente Haltung von ihm, so viele ehrliche Dinge dann auch einzuräumen, wo er ganz genau weiß, ich meine, es gibt Spin-Doktoren dafür, es gibt Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als auch da wieder eine Kosten-Nutzen, also eine Risikoabwägung. Und wenn ich ganz genau weiß, wenn die Leute recherchieren, dann werden sie sowieso irgendwann drauf kommen, ja, gehe ich doch besser in die Offensive. Wenn ich das vollkleister mit so viel Unsinn, den ich erzähle, ja, wo ich die schwachsinnigsten Dinge zugebe oder verspreche oder sonst irgendwas, oder eben in Offensiven, die völlig absurd sind, gegen meine Gegnerin fahre, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich noch irgendwas einräume, was tatsächlich so ist. Ja, und das, dieses Zugleistern, dieses postfaktische Zugleistern, nochmal ganz ehrlich, da habe ich als Bürger, einfach mal als Bürger, denken wir jetzt den ganzen anderen Rest mal weg, als Bürger habe ich davor Angst. Denn die nächste Bundestagswahl, da werden wir hoffentlich nur einen Vorgeschmack bekommen. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend auch irgendwann wieder umkehrt. Gestern noch eine Diskussion gehabt in Köln zur Rolle des Journalismus in genau solchen Zeiten. Da bin ich gerade der Wanderprediger. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass die Leute Fakten wieder ernst nehmen. Und ein Beispiel, das ich, und dann gebe ich auch wieder in den Raum gleich, ein Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn Sie eine Versicherung beispielsweise abschließen möchten, ja, dann können Sie sich auf ganz vielen tollen und pseudo-journalistisch aufgemachten Portalen informieren. Ja, und dann können Sie da ganz tolle Ergebnisse, auch super beschrieben und so, und hört sich alles ganz seriös an. Das können Sie dort bekommen. Ja, wenn Sie dann irgendwann feststellen, dass Sie mit gleicher Lebenssituation das Doppelte zahlen von Ihrem Nachbarn, dann würde ich vielleicht dann doch mal das Heft der Stiftung Warentest in Ihre Hand nehmen. Ich glaube schon, dass das auch ein Lernprozess ist, dass das Pendel gerade ausschlägt. Ja, das ist so. Dass das Pendel aber auch wieder zurückschlägt. Ich vertraue dann doch darauf,
dass die Menschen schlau genug sind und genug Lebenserfahrung dann ansammeln mit diesen Situationen, dass sie irgendwann wieder eine Sehnsucht nach Einordnung, eine Sehnsucht nach Seriosität haben. Und nochmal, es gibt Lebenssituationen, wo das sehr hilfreich ist. Ich war ja mein Leben lang in der Werbung tätig. Man weiß, man darf den Verbraucher nicht genügen. Das funktioniert. Hallo. Josef. Ich wollte mal ganz allgemein fragen. Ich glaube, Angebot und Annahme eines Angebots oder Geschäftsvorschlags ist im Allgemeinen keine Korruption. Auch was Sie sagten, dass man eine Wahl hat, ist kein Argument, weil das hat man auch bei der Korruption. Gibt es ein definierendes Element, wo man jetzt mal abgesehen von Laufstufe und Strafbarkeit, dass man einbringen könnte, definieren zu sagen, was Korruption ist und was nicht? Korruption ist das sich gegenseitige Verschaffen von Vorteilen zu Lasten eines Dritten. Alles andere, was Sie an Definitionen dann noch draufsetzen, macht es schwammig. Gibt es denn dann eine finanzielle Grenze oder dass man sagen kann, okay, hier fängt es an? Das ist nicht nur finanziell. Also es ist nicht anders gemeinnützig. Es ist nicht anders gemeinnützig. Etwas ist oft gegen andere oder immer gegen andere. Das ist ähnlich, Max Weber spricht ja bei den Ressourcen von Macht. Genau. Interessiert es noch? Oder? Ja, ja. Ja, sehr. Er war ja gerade anderweitig. Hallo. Jürgen. Tut mir leid, kommt noch als Sie die Fragen gestellt haben. Max Weber spricht ja bei den Ressourcen von Macht. Von verschiedenen Ressourcen, wozu natürlich Zeit und Geld gehören, ja. Aber wozu zum Beispiel auch Charisma gehört. Und das ist das, was ich vorhin als Ansehensmehrung schon eingeführt habe. Also es muss zum Teil gar nicht wirklich um Geld gehen. Es geht auch sehr oft nicht um Geld. Auch bei diesen Verführungsstrategien geht es eben oft auch gar nicht um Geld. Das heißt, auch solche Dinge müssen Sie ja erfassen. Also es gibt, vielleicht das noch kurz als Beispiel, gibt es irgendjemanden, der, haben wir jetzt bald Weihnachten, von irgendeinem Musiker, Künstler, Sängerin, Sänger völlig begeistert ist? Ist irgendjemand Fan von, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, von irgendetwas? Klar, klar. Ja, von wem denn? Lindenberg, passt schon. Udo Lindenberg, ja, ja. Ist so richtig, ist cool. Super, ne? Gut, ja. So seit Jahren immer, wenn der eine neue CD macht, sind Sie dabei. Ich habe ein paar davon, ja. Ja, auf Konzerten schon mal gewesen? Auch. Auch. Teuer, ne? Ziemlich. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal an, ich möchte ihn korrumpieren. Jetzt, ich muss jetzt notwendiger, sagen Sie Stopp, wenn ich Ihnen zu persönlich werde. Sind Sie solo oder in einer Partnerschaft? Da sitzt sie ganz am Eck. Okay. So, jetzt möchte ich Sie korrumpieren, ja? Weil Sie mir irgendwas Gutes tun können. Sie sind in der Stadtverwaltung, ich bin Bauunternehmer. Hm? Wenn ich Sie jetzt korrumpieren möchte, kann ich Ihnen natürlich Geld auf den Tisch legen. Ja. Kann auch noch sagen, weißt du was? Davon kannst du dir 10 Karten für Udo Lindenberg kaufen. Ja, platt, doof, Angebot, Annahme, nein, nehmen Sie nicht an. Ja, nicht blöd. Ich mache was anderes. Ich schicke ihr 2 Karten für Udo Lindenberg im Januar in Hamburg. Mit Meet and Greet im Hotel Atlantik. Gemeinsam schönen Abendessen. Übrigens auch Übernachtung im Hotel Atlantik ist klar. Ne? Und eben, ist witzigerweise beim Presseball wirklich letztes Jahr passiert. Das ist getroffen. Dass da wirklich Udo Lindenberg in der Bar steht. Das ist keine, ich habe das ja nie glauben wollen. Ich habe das immer irgendwie gelesen. Ja? Und dann steht er tatsächlich abends mit seiner Band, wenn der vom Auftritt kommt, ne? dann stellt er sich anschließend in die Bar, übrigens in Hamburg. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen ist ja strenges Rauchverbot, da gibt es kein Rauchverbot. Ne? Also da, wo nichts zu essen serviert wird, da dürfen Sie auch im Raum da rein. So, und das war eine total lustige Art, das gibt es wirklich. So was kann man natürlich kaufen. Es gibt Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, ja? Die können das natürlich als Event, als Erlebnis, ja? Aber so ohne weiteres kommen Sie da nicht rein. Das heißt, wenn ich ihr das schicke, viel Spaß unter dem Weihnachtsbaum. Wenn Sie sagen, nee, bin ich korrupt, das geht doch nicht, das können wir nicht annehmen. Moment, das habe ich gekriegt, ja, und wenn du lieb bist, nehme ich dich mit. Ja. Ansonsten, also, er mag Udo Lindenberg auch, also, ne? Und dann sitzen sie im Januar alleine, ne? Und sie ist, also, lustige Diskussion.
Ja, so wie Tragisch und Christian Wulff. Und Sie können an der Stelle, nochmal, Sie können sich jetzt ins Hotel Atlantik einladen, ja? Scheiße teuer. Sie können das. Ja, Sie können die Konzertkarten kaufen, wenn es noch welche gibt. Können Sie. Ja? Nein, Sie kriegen dieses Meet and Greet nicht. Sie können sich 3 Nächte können Sie sich in die Bar legen. Ja? Und ausgerechnet in der Woche ist er nicht da oder geht irgendwo anders hin. Ja, Pech. Das schleppen Sie Ihr Leben lang rum. Ihr Leben lang. Das sind solche Strategien. Es geht nicht immer um Geld. Ja, danke, dass Sie mitgemacht haben. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Ein Beispiel brauche ich. Also ich gebe jetzt werden beide sehr nachdenklich. Jetzt warte ich aber jetzt, Moment, wir wollen das nochmal für alle klarstellen. Ich brauche den nicht, bezog sich auf Udo Lindenberg. Bevor ich Sie jetzt gleich im Streit entlassen werde. Genau, auf diesen Mann. Gut. Okay. Danke. So. Herr Moderator. War ein gutes Beispiel. Hier ist ein Danke. Ist noch eine Frage. Eine junge Dame möchte auch noch was sagen. Natürlich. Ja. Sie sagten vorhin, also es gibt das Positive, den positiven Klüngel und jetzt ist die Frage, wo ist die Grenze, wo kippt es? Ja? Wo, an welcher Stelle kann das kippen? Sie sagen ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein materieller Vorteil, den man sich da, also der da zugrunde liegt, sondern ist ja wahrscheinlich dann ein moralischer. Aber so sich also was annehmen, ist ja manchmal auch einfach ein Dankeschön annehmen. Ja? Und wo ist dann die Grenze zur Korruption? Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen ja, verschwommen. Ja. Die Graustufenpyramide. Mhm. Ja. Es gibt nicht die klare Stelle, wo es gibt. Andere das ist das Problem. Davon. Bitte? Anwälte leben davon, dass man das nicht richtig definieren kann. Mhm. Ja, ja, also ja. Ich tingle ja jetzt auch schon seit 10 Jahren damit durch die Gegend. Mhm. Und ich habe auch noch keinen, auch ich habe mich mit Kriminologen, einer meiner besten privaten Freunde ist der stellvertretende Bundesvorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Also die Kripo-Gewerkschaft. Und macht im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, mittlerweile stellvertretender Bundesvorsitzender, also auch viel unterwegs und kaum noch im Job, aber früher hat er auch Korruptionsbekämpfung gemacht. Und Sie werden keinen Experten finden, der Ihnen klar sagt, an der Stelle gibt es. Zumal, nochmal, dann sind wir ja schon wieder in der Frage der Definition. Nehmen wir die enge strafrechtliche Definition oder nicht? Und Strafrecht ist letzten Endes auch immer konsequente Aushandlungssache. Das, was heute verboten ist, muss nicht vor 10 Jahren auch schon verboten worden sein, muss nicht in 10 Jahren auch verboten bleiben. Paragraph 175, um mal was ganz anderes zu nehmen. Und tatsächlich, vor 20 Jahren waren Schmiergeldzahlungen noch ohne Angabe des Empfängers, Schmiergeldzahlungen von der Steuer absetzbar, also sogenannte nützliche Aufwendung. Das führt mich zu einer Frage, wenn ich noch einmal darf. Wenn ich etwas größer jetzt denke, national oder global, wie viel Schmiergeld, also wenn man schmiert, läuft es besser. Wie viel Korruption braucht oder verträgt eine Volkswirtschaft? Also Schwarzgeld, glaube ich, in dreifacher Milliardenhöhe, oder? Richtig? Also ganz ehrlich, die Zahlen habe ich nicht präsent. Aber die schafft natürlich da bin ich trotzdem Werte, denn selbst wenn mein türkischer Gärtner sich einfach weigert, eine Rechnung zu schreiben, dann ernähre ich durch das Geld, was ich ihm gebe, eine Familie, die dann irgendwo einkauft. Also es ist ja nicht so, dass das Geld weg ist. Ja. Es ist oder wie ist das? Ja, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, Banken zu überfallen. Da ist ja auch nicht so, dass das Geld weg ist. Nee, das kommt wieder nicht auf. Es kommt sogar verdammt Kuchenfleck zu schlimm. Also, Brot für die Welt, aber der Kuchen bleibt hier. Nein, also erstens, ich bin kein Volkswirtschaftler. Das ist immer so schön bei den Wissenschaftlern, die dann einfach abpollern können und sagen, dass. Ganz ehrlich, ich habe auch, und da bin ich auch nicht der typische Kölner, würde Ihnen jetzt irgendeine Zahl nennen und nein, ich weiß es schlicht und einfach nicht. Also irgendwann hatte ich die, weiß gar nicht, ob ich sie jetzt dabei habe, für Deutschland mal die Zahl, die aber auch nur eine Schätzung ist. Also man geht davon aus, dass 5% das Hellfeld sind. Dass wir über 5%, zumindest verdachtsmäßig, jetzt nicht die Urteile drin, sondern die Verdachtsfälle, 5% der Schmiergelder bzw. der Summen, die an Schaden entstehen. Und ganz ehrlich, deswegen habe ich auch da, siehe Kaffeeröster-Kartell, relativ wenig Lust, mich mit den Zahlen zu beschäftigen.
weil ich einfach sage, wenn 95% sowieso nicht bekannt sind, und das ist so die Zahl, die manche sagen sogar, es ist noch mehr, aber dann macht es auch keinen Sinn, über die paar Euro zu sprechen, die dann bekannt sind. Es ist einfach ein strukturelles Problem und wir werden es nie komplett ausrotten, weil es dann immer irgendwo auch solche Kreise gibt, die selbstreferenziell sind und wo man dann das Opfer auch ausblendet. Hier sind es zum Beispiel dann Sozialversicherungen als Opfer. Ja? Also wenn denn diese Familie wirklich mal in eine soziale Notlage kommt, ja, dann wäre es vielleicht doch ganz schön gewesen gesellschaftlich, wenn sie ein bisschen was in die Sozialkassen eingezahlt hätten, wenn sie davon Krankenkassenbeitrag gezahlt hätten und so weiter. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Also ja, das sind genau solche Rechtfertigungsstrategien, wo man gerade bei der Korruption es ganz wunderbar schafft, die Opfer auszublenden, weil es einfach dann auch so amorph und viele sind. Ja, wenn ich der alten Oma jetzt gleich auf dem Weg zum Bahnhof die Handtasche klaue, da habe ich direkt das Opfer und das tut mir dann tendenziell wahrscheinlich auch leid. Ja, ja, bleibt schon bei der Sozialversicherung. Aber so, mein Gott, in einem Land, wo Steuerbetrug schon fast, oder Steuervergehen, also, ne, oder Steuergestaltung schon fast ein Volkssport ist, ja, also, er hat es ja schon gesagt, möglicherweise werde ich ja irgendwann auch nochmal hier einfliegen mit einem anderen Projekt, das ich gerade habe. Ich schreibe gerade ein Buch über Verbote. Und zwar ganz bewusst, ja, aus verschiedenen Denkrichtungen, was möglicherweise noch keiner getan hat. Also die klassischen Verbote, aber eben auch das so unter dem Motto, das soll man nicht, das tut man nicht. Jeder von uns weiß, dass natürlich nicht Verbote über die Ampel geht. Also es gibt so viele Dinge, wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt, und das tue ich jetzt seit ein paar Jahren schon im Rahmen dieses Projekts. Ich weiß nicht, ob es im Internet noch ist, im Deutschlandradio habe ich auch dazu schon mal ein Feature gemacht, also das ist super spannend. Ich habe mit Eckhard von Hirschhausen, Gerhard Baum und solchen Leuten darüber gesprochen, also da kommt noch was. Also insofern, dieses Schön-Dichten ist relativ typisch. Und hat vielleicht auch Ihnen allen jetzt gezeigt, wie schnell man auch auf so eine Spur kommen kann. Natürlich, das ist in jedem von uns drin und deswegen müssen wir zumindest in gesellschaftlichen Strukturen immer wieder diese Frage stellen. Und immer wieder die Frage stellen, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Und Strafrecht ist da, also auch im Korruptionsbereich, so wandelbar. Also jetzt denken wir ja gerade darüber nach, ob man wie in den USA, in den meisten Staaten mittlerweile, Marihuana legalisiert. Vor 20 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Auch in den USA, aber auch hier. Ja, also das ist immer gesellschaftliche Aushandlungssache, was man will. Und natürlich, es gibt auch die Theoretiker, die sagen, eigentlich ist nur mit Schmiergeld oder mit Zuwendungen eine Wirtschaft tatsächlich nachhaltig am Laufen zu halten. In dem einen Land mehr, in dem anderen weniger. Diese Ansicht gibt es. Sehen Sie es mir nach, das ist nicht meine. Aber das ist das Schöne, das ist auch in der Wissenschaft unterschiedlich. Es sind übrigens auch nahezu ausschließlich Wirtschaftswissenschaftler, die das so sehen. Ja, mal noch eine Frage. Ja, wie ist Ihr Blick auf Korruption, Bestechung deutscher Unternehmen bei Geschäften im Ausland? Ich denke an Panzerdeals, ich denke an Kraftwerke, ich denke aktuell auch an die U-Boote nach Israel, das ist ja vor kurzer Zeit aufgepoppt. Es sichert hier Arbeitsplätze, die voll versteuert sind. Wie ist da der Blickwinkel drauf? Erstens ist es verboten und zweitens, wie kommen wir auf die Idee, unsere soziale Absicherung über die soziale Absicherung dort zu stellen? Das kann man als gedankliches Konstrukt machen. Dann muss man es aber auch irgendwo, also wenn man sagt, Nationalökonomie über alles, Hauptsache hier sind Arbeitsplätze, das kann man machen oder muss man es auch konsequent machen. Und wenn man es konsequent macht, gibt es keinen Außenhandel mehr. Also das ist ein nettes Konzept, ja, stößt nur irgendwie irgendwann an irgendeine Grenze. Dann sind wir aber auch wieder bei dem Problem der Politik, die im Anschluss an eine verlorene Wahl ja auch die ein oder andere Stelle sucht. Ich denke an Fischer, ich denke an Schröder, die ja irgendwo bei Industrieunternehmen aufgepoppt sind, in großen. Und in Köln scheint es ja in dem Raum bei städtischen Unternehmen, kommunalen Unternehmen ja auch wechselweise Besetzungen durch abgewählte Parteigenossen zu geben. Hat es lange gegeben und zwar auch sehr massiv. Also erstmal, wir haben politisch ein ganz anderes Problem. Also zum Beispiel, dass die USA dafür bekannt waren, dass sie gegen eigene Unternehmen nicht so streng vorgehen und dass Deutsche Bank und ähnliche immer schön regelmäßig abgemeiert werden. Das ist dann nicht fair. Und da wünsche ich mir in der Tat auch mehr Gerechtigkeit weltweit.
Also das eine Extrem kann es nicht sein, das andere Extrem kann es aber dann auch nicht sein. So, was die Versorgungsmentalität, die Vorratspostenspeicherung sozusagen für Politikerinnen und Politiker angeht, das ist dann ein Problem, wenn diese Kontakte angebahnt werden während der Amtszeit und möglicherweise das politische Handeln beeinflussen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Karenzzeiten beispielsweise. Auf der anderen Seite, das muss ich aber auch ganz deutlich sagen, es kann nicht sein, wir haben auch schon Politiker gehabt, die auf Hartz IV gelandet sind, das hat es auch schon gegeben. Es kann nicht sein, dass wir Menschen, die sich für diese Gesellschaft zeitweise einsetzen und die Diäten auch selbst im Bundestag sind jetzt nicht so furchtbar toll, dass man jetzt sagt, das ist das Allergrößte von der Welt. Wenn Sie das Engagement zeitlicher, physischer, psychischer Art in der freien Wirtschaft einbringen, verdienen Sie definitiv mehr, wenn Sie den Job anständig machen. Ja, wenn Sie da nur rumsitzen und im Wahlkreis niedeln, also dann muss man auch. Aber jetzt grundsätzlich auszuschließen, dass die dann auch an anderer Stelle der Gesellschaft, im Wirtschaftssystem oder im politischen oder im bürokratischen System dann auch Führungsrollen ausüben dürfen, da bin ich absolut gegen, das zu untersagen. Nein, es muss A, Qualifikation zählen und es muss B, dann auch zuweilen, wenn es im gleichen Bereich oder im ähnlichen Bereich ist, wo man tätig gewesen ist, politisch, dann muss es Karenzzeiten geben, es muss dann auch transparent sein, es muss und darf dann auch eine öffentliche Diskussion darüber geben, da muss man dann auch zustehen. Es wird ja keiner mit Waffengewalt gezwungen, in die Politik zu gehen. Und insofern muss er das dann auch verteidigen. Ja, und dann muss auch eine Partei damit leben. Und ich weiß nicht, ob die SPD sich unumwunden immer über Gerhard Schröder freut. Ich würde da manchmal. Es ist nur bemerkenswert, dass der eine oder andere Politiker in Folge nicht in den aktiven Wirtschaftshandeln einsteigt, sondern eher in den Bereich des Lobbyismus. Mhm. Innerhalb eines Unternehmens als Schnittstelle Unternehmen wieder zur Politik. Das ist ja jetzt auch. Ja, aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, in vielen Unternehmen, die können es doch wirklich nicht. Ja, Koch, das ist ein Beispiel. Ja, aber nein, Moment, nein, nicht so rum. Nee, langsam. Viele Unternehmen machen einen anständigen Job, ja. Aber haben kein Gefühl dafür, haben keine Lust darauf, sich mit Gesetzgebungsprozessen auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen. Entweder kaufe ich mir Lobbyisten oder ich hole sie mir selbst rein in den Laden. Und wer soll das denn an? Also so viele Politikwissenschaftler, die sich mit dem Bereich auseinandergesetzt haben und das in der Theorie sich angeguckt haben, gibt es erstens nicht. Und zweitens, das sind dann unter Umständen auch ganz tolle Theoretiker. Sie hatten ja vorhin auch freundlicherweise politikinstitut.de erwähnt, wo wir eben ganz bewusst Leute aus auch der Theorie, zum Teil auch Praxis, zusammensammeln, die drei Sätze gerade aussprechen können. Vor der Kamera, vom Mikrofon, das ist nämlich nicht selbstverständlich, gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So, insofern müssen wir auch diesen politischen Analphabetismus großer Unternehmen, nochmal, eigentlich einen geilen Job machen, aber letzten Endes sich nicht wehren können, wenn es eine Diskussion in der Tabakindustrie über das Rauchverbot gibt, dann muss es auch diejenigen geben, die sich da dagegen engagieren. Hat ja nicht viel genutzt. Es ist ja nur trotzdem da. Das ist Demokratie. Aber es ist völlig legitim, dass die sich Profis reinholen. Und ja, Politiker sind an der Stelle Profis. Und da muss man sowohl für sich selbst in der eigenen Lebensgeschichte, jemand, der da völlig angeschlagen ist, der das auf die saublöde Tour gemacht hat, der wird dann letzten Endes A in der Politik zum Teil auch nicht wirklich ernst genommen und der wird ja auch immer wieder mit öffentlichen Äußerungen in den Medien erscheinen, was dann dem Unternehmen auch nicht wirklich gut tut. Also wenn das nicht gut gelaufen ist, bei Roland Koch, der taucht sehr selten in den Medien auf, interessanterweise. Ich kann nicht wirklich beurteilen, weil ich mich damit jetzt nicht speziell beschäftigt habe, wie effektiv er seinen Job da eigentlich macht. Es sind natürlich auch ein paar Scharlatane unterwegs. Ich kann es wirklich nicht beurteilen in diesem konkreten Fall. Aber es kann auch sein, dass sich einen hochbezahlten Ex-Politiker da hinsetzen, der ihnen eigentlich gar nicht wirklich was bringt und der ihnen im Prinzip die FAZ vorliest und hin und wieder mal aus dem Bundesgesetzblatt. Ja, aber ganz ehrlich, auch in dem Bereich. Alleine, natürlich haben sie Strukturen, das haben wir auch, wo sie im Gesetzgebungsverfahren sogar aufgefordert werden, sich zu äußern. Sowohl Verbände als auch große Unternehmen. Ja, wenn sie da aber keinen haben, der die politische Sprache spricht, sage ich jetzt mal. Das ist eine juristische Kompetenz, da habe ich zuweilen meine Schwierigkeiten mit.
also Gesetzesvorlagen, boah, weiß nicht, ob Sie jetzt, wenn Sie gleich nach Hause kommen, dann Gesetzestexte wälzen. Nur aus Spaß, so aus Hobby. Liest du mein Telefonbuch? Ne? Hm? Ja, liest du mein Telefonbuch? Nein, aber es ist wirklich, es ist eine ganz schwierige Materie. Und ganz schwierige Materie, wenn es eben um irgendwelche Kernanlagen oder sonst was geht. Also ne, das ist so kompliziert. Und Sie müssen dann eben auch die Konfliktpunkte herausarbeiten können, das Interesse erstmal selbst für sich selbst definieren können. Das ist ein harter Job. Und da Leute zu nehmen, die den Job können, macht Sinn. Und nochmal, da ist die Transparenz halt wichtig, da ist der öffentliche Diskurs wichtig. Und da muss es eben auch über zum Beispiel Karenzzeitregelungen Ausschlusskriterien geben, was eben nicht geht. Man muss aber trotzdem sagen, diese Gesetzestexte werden von Fachjuristen erstellt, auch aus der freien Wirtschaft mittlerweile im Übrigen. Und ich bezweifle, dass Leute, die vorher in Parlamenten tätig sind, sich der Tragweite dieser Gesetzestexte bewusst sind. Ob sie jetzt Juristen sind, Ewigkeiten nicht mehr praktiziert haben, oder ob sie jetzt eine andere Tätigkeit wahrgenommen haben, wie unser bekannter Frankfurter Taxifahrer. Okay, gibt es? Ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete. Ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete Sie persönlich kennen. Wir hatten das ein oder andere Vergnügen im Laufe der Zeit. Also ich kenne einige jetzt in meinem Bereich, wenn jetzt zumal die Wahlen vor der Tür stehen und ich kein allgemeinpolitisches Mandat, wir kennen das noch, ne, Studentenparlament, der V hat kein allgemeinpolitisches Mandat. Wir sind parteipolitisch unabhängig, deswegen werde ich mich auch nicht hinreißen lassen, jetzt einzelne Parteien ins Fenster zu hängen. Aber ich stelle extreme Unterschiede zwischen den Bundestagsfraktionen in meinem Bereich fest, also Bereich im weitesten Sinne Medienpolitik. Es gibt in manchen Fraktionen richtig tolle Arbeiter, die richtig Ahnung haben, die sich richtig reinarbeiten, die mal Juristen sind und mal auch nicht, aber die ihnen über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens Auskunft geben können, das mit ihnen diskutieren, die über die verschiedenen Intentionen, die von den verschiedenen Lobbyisten an sie herangetragen werden, meine Gegner sozusagen, sind dann der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger beispielsweise, die sind manchmal sehr aggressiv drauf. Es gibt auch viele Dinge, wo wir zusammenarbeiten, bei Pressefreiheit und so, aber es gibt auch immer mal wieder Dinge, da haben wir sehr unterschiedliche Einstellungen. Ich treffe auf Politikerinnen und Politiker, die kann ich verstehen, was ich will. Und ich treffe auf Leute, die richtig was auf dem Kasten haben. Das sind übrigens leider dann auch oft diejenigen, die in ihrem Wahlkreis dann gar nicht so angesehen sind, weil sie sich eben viel zu viel mit der Materie beschäftigen. Das ist übrigens auch so eine eigentlich böse Anforderung, die wir an unsere Politikerinnen und Politiker stellen. Ganz ehrlich, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht und ich habe einen so unglaublichen Respekt davor. Wenn man volksverbunden, basisverbunden sein möchte, dann läuft man über Schützen- und Karnevalsfeste, über alle möglichen Veranstaltungen und kommt zum eigentlichen Arbeiten eigentlich kaum. Und das, was man dann da in Berlin macht, wenn man es ernst nimmt, das ist so anstrengend und das hört sich manchmal total lustig an. Hauptstadttreff von, weiß ich nicht, irgendeinem Fernsehsender, Zeitung, Zeitschrift, was auch immer. Es mag jetzt für Sie befremdlich klingen, aber das ist harte Arbeit. Weil das sind die Brennpunkte, wo Sie plötzlich die Zuständigen alle zusammen haben. Den Staatssekretär, die Politiker, den Verleger, den Senderchef. Sie haben plötzlich alle Leute auf einem Haufen und Sie können mit denen reden. Da, wo Sie im Büro anrufen und eigentlich gar nicht an die drankommen, es ist zum Teil auch nicht so einfach, an mich ranzukommen. Ja? Aber da haben Sie die, wie durch ein Brennglas, da sind die plötzlich alle zusammen, die zuständig sind. Und da kennt man seine Pappenheimer. Man weiß ganz genau, wen man fragt nach dem Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Weil man weiß, der hat Ahnung. Der ist vielleicht ganz anderer Meinung als ich. Mit dem werde ich nie auf den grünen Zweig kommen, aber der hat Ahnung. So, und solche Leute, die da wirklich einen richtig guten Job machen, die richtig Ahnung haben, ich gehe davon aus, dass die dann auch in einer anderen Verwendung, beruflichen Verwendung, gut arbeiten können. Und ja, das mag zuweilen befremdlich sein. Wenn Sie aber von der einen Versicherung zur Konkurrenzversicherung wechseln, als Mitarbeiter, als leitender Mitarbeiter, ist das auch befremdlich.
Und wenn ich nicht Leute haben will, die vom Kreissaal über Hörsaal in den Plenarsaal gehen und ihr Leben nur noch an Politik ausrichten und es gar nicht vertragen könnten, abgewählt zu werden, dann mache ich mir ganz große Schwierigkeiten. Dann machen wir uns als Republik ganz große Schwierigkeiten und davon haben wir genug. Also dann lieber Leute, die auch gerne vielleicht auch nur zeitweise in die Politik gehen, weil so war es mal gedacht. Berufspolitik war in dieser Republik zumindest konstitutiv nicht vorgesehen. Die Tendenz geht auch immer mehr. Deswegen sage ich ja, deswegen werden Sie mich auch nicht in diese Richtung festnageln, auch in der Beobachterrolle. Ich halte das für ganz wichtig, dass Politiker auch anschließend noch eine anständige Verwendung haben können. Und wenn das in der politischen Kommunikation ist, im Lobbyismus ist, ist das auch in Ordnung. Es muss nur jeder Einzelfall auch hier wieder betrachtet werden und es muss auch darüber dann im öffentlichen Diskurs gehen. Ja. Ich will das jetzt nicht abwürgen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich habe jetzt echt gesagt, kann ich auf die Runde. Ja, ja. Ja, sehr gut. Dann darf ich aber mal ganz kurz, dann würde ich auch jetzt mal einen Rotwein machen. Genau. Danke dir.